Junge, hier stehen nur Audis rum. Oh nein, oh nein. Ah, scheiße. So, lässt er anrufen, weil die Cops gehen jetzt wieder auf den Sack. Oh, meine sind weg. Ich bin auf dem Weg zu euch. Hey, what's going on? Genau. Can't handle the heat, my friend. Okay, leave it with creepy Uncle Lester. Der Lust. So, Mechaniker mal anrufen. Kannst du einfach deinen letzten Wagen über den Tag zurückbringen? Persönliches Fahrzeug anfordern, ja. Okay, I got stuff to do. Persönliches Fahrzeug anfordern, Fahrzeuge. Interaktionsmenü, dann auf Fahrzeug, genau. Junge, Kevin hat das höchste Level von uns allen und. Digga, die muss immer starten. Noch was dazulernen. Passiert. Jeder lernt immer noch was dazu. Man lernt nie aus. Jetzt hast du meinen Wagen zerstören. Gesundheit. Oh, was ist das? Hä? Was denn? Ich liege auf dem Dach in dem Ding. Ach so, weil das kann, ja. Weil du gerade bei mir reingeboren bist. Ah, warte mal. Ja, okay. Warte mal gerade kurz, bitte. Reifen, Reifen, Wissen. Ey, du Flasche, hier hast du Flasche. Das Fahrzeug hat so schusssichere Reifen, warum auch immer. Es ist ausgewählt. War das vielleicht wegen der Mission nur so? Eigentlich nicht. Ja, da liegt's gut, das Auto, ne? You got great taste. Wo ist Markus? Hier bei Yvonne. Achso, weil du hast bitte auf dem Weg zu uns. Ja, weil ich dachte, ihr seid hier bei der Garage, wo wir hingehören. Nee, nee. Nee, wir sind oben, in ganz am Norden eigentlich. Ja, im Norden. Oh, die Sonne. Wir sind so 11 Kilometer weg von euch. Ich flieg da mal hin. Ja, dann nehme ich mal mit, bitte. Ich muss zurückkommen. Bin dabei. Gut. Die Frage ist, wohin? Also bis hinten dann neben Flugplatz, ne? Ne, da oben. Ne? Jetzt rechts vorne. Ja, ja, genau, da oben, ja. Ich habe eigentlich, ich guck mal gerade was. Hat. Ich erinnere mich gerade, warum das in der Mission nicht war. Ausgewählt war es auf jeden Fall. Ich wüsste nicht, dass die panzerbrechende Munition. Ach. Kann sich ja nur noch um Stunden handeln, Yvonne. Ja, ihr könnt doch starten. Sind doch E-Missionen, die außerhalb stattfinden.
Hast du gestartet, Yvonne? Ja. Yep. Die Laborstandorte. Hey Markus, wollen wir über ein neues Auto abhauen? Wie geht dich zum Clubhaus? Was denn sehen? Ach, das ist... Oh mein Gott. Das ist richtig scheiße. Also ich würde euch empfehlen, nehmt den Wagen, der oben angezeigt ist. Damit kriegen wir keinen Ärger. Da können wir nämlich einfach reinfahren und dann beschießen die uns nicht gleich. Welches Auto? Da ist eins auf der Karte angezeigt. Wo? Relativ weit oben an der Stadtende. Da wo die ganzen Villen sind. Ah, da, ich sehe es. Ich hab den mal markiert. Okay. Wir kommen also in die Nähe geflogen und steigen mit ein. Weil das ist ein Wagen von denen und damit werden wir so identifiziert. Weil selbst die sind brutal stark geworden. Wir werden das dann merken, wenn wir die Labore in die Luft sprengen müssen. Die sind so hardcore. Wir lassen uns einmal zwei Stunden an der Mission. Also in Mammutik bist du echt ein Experte, Enrico. Ich weiß. Wir müssen nur die Viecher noch ausscheiden. Ach Mann! Gib mir diese KI auf, Verpisse! Ja, die ballern hier rum und KI kommt angeschossen und überfährt mich. Was geht mir auf den Sack, Mann? Jedes Mal die gleiche Scheiße und ich verpasse deswegen die Mission. Ey, nein, du bist doch da. Ja, ich bin aber. Bin halt gestorben. Verpasst du deswegen nicht die Mission? Ja, trotzdem, ich habe nichts mitbekommen. Ich konnte nicht mal schießen. Ist egal. Das waren zwei Leute, Cap, also. Das war länger, aber alles gut. Aber es nervt halt. Jedes Mal, wenn du aussteigst oder einsteigst, kommt ein Auto an der Flogen über fertig. Die ganze Zeit schon. Da kam aber auch genau in dem Moment kam der um die Ecke, Alter. Weil die noch schlimmer. Alter, das Ding kommt aber auch nicht auf den Knick, ey. Warum kriegt das hier angebrannt? Ah, jetzt kommt man draußen. Gut. Rockets dazu machen. Das ist sehr wieder. Vor allem ein Mann und eine Frau vorne drin, die angezogen sind wie Bonnie und Clyde in deren Fahrzeug und das fällt natürlich nicht auf. Hä? Hey, deine Mütze ist weg. Ja, die ist im Auto, sind die immer weg. Helme sind auch weg im Auto. Ich hab mein Caddy auf. Das Ding hat ein Kurvenverhalten, Alter. Blech. Herr Kassel, will ich da hinfahren? Doch. Eigentlich. Schon. Moin. So. Ihr solltet euch hier noch umziehen, oder? Ja, irgendwie. Ja, wollte gerade sagen, ihr solltet euch mal umziehen, damit ihr nicht auffallt, Leute. Aber, ja, das sagst du. Vor allem Enrico erzählt's noch die ganze Zeit und rennt dann als erster dahin ohne Verkleidung. Ne, umziehen wusste ich nicht. Dann ist das schlimm. Ja. Ihr macht das schon. Ist schon erledigt. Und wieder richtig hier. Ihr solltet euch vielleicht umsehen. Enrico als erstes da vor oben die Ecke.
Es ist ja fast wie Kevin, ne? Es bleibt hier unten dick, ne? Bei mir steht das gleich mal da. Ich kann mich ja nicht mehr umziehen. Es stand als allererstes ganz unten. Zieht euch am Van hinten um und dann geht er rein. Nein, ich stand bei mir nicht da. Warum? Nein. Ich guck nach. Darf ich versprechen? Mit dem Videoclip und. Das guckt bitte nach. Aua. Meine Fresse, ey! Musst du mal so einen Krach machen. Mensch! Naja. Also, wieso kann ich den nicht öffnen? Bitte. Kriegst du es hin? Hab's. Hab den Zettel. Du musst noch einen Sprengstoff. Ach nee. Beine öffnen ist einfacher, hä, Ivan? Yeah. Scheiße, ich kann nur einen mitnehmen. Ich bin im falschen Wagen. Wir können hier keine Fahrzeuge mitnehmen. Er geht nicht. Nimm halt das hier. Erwischt. Das geht aber. Lass den Motorradfahrer töten. Kopf, gut. Ja, genau. Achso, das sind die Typen. Du hast doch die Frau umgebracht. Keine Ahnung. Im Auto. Wie ist recht mit unseren Plattenreifen hier, ne? Habt ihr etwa eure Reifen nicht getuned? Ja, wir haben nur ein Motorrad geklaut. Weil wir auch ein Motorrad von Lost MC genommen haben. Natürlich, das haben wir vorher noch mal extra getuned, Kev. Richtig. Ich hab eben so einen Spruch gehört. Aber nicht von mir. Nö. Ich muss mich aber gerade nur an die passende Situation bringen. Nur, dass das Auto eben deins war und das hier war nicht meins. Es hat aber schusssichere Reifen gehabt. Ich hab ja noch mal nachgeguckt jetzt gerade. Aber alles ist gut. Es war ein Spaß. So.